Detektive, herzlich willkommen hier im Detektivclub. Und das ist unser heutiger Fall. Stinkys Schnarch- und Schluckaufkraut. In exakt 33 Minuten wird Sebastian Schlangenzung durch diese Tür kommen. Lassen Sie bloß nichts anbrennen. Stopp, Stinky! Und heute im Geheimarchiv, da erfahrt ihr alles über die Hobbys von Tom Turbo. Auf ins Abenteuer! Löst den heutigen Fall und knackt das streng geheime Codewort. Heute back ich und morgen brau ich und übermorgen versalze ich Teglatopf die Suppe. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Stinky heiß. Hugo? Kleine Erfrischung, Frau Topf. Die kann ich gebrauchen. Perfekt. Teglatopf. Heute zahle ich es dir heim. Meine schönen Blumen wolltest du nicht und diese hässlichen Halme sind dir lieber. Hallo Tom. Hallo Robin. Tag Selina. Wohin fährst du? Habe Pfanne gekauft. Für meinen Boss. Da legt was rein. Achtung. Looping. Und, wohin rollt ihr? Wir wollen zu Tante Thekla. Nicht wirklich. Eigentlich ist es besser, Abstand zu ihr zu halten. Sie ist heute nämlich Miss 100.000 Volt. 100.000 Volt? Hochspannung. Wo lädt sie ihre Batterien? Sag mir nur so. Sie ist sehr nervös. Heute ist nämlich ihr großer Tag. In exakt 33 Minuten wird Sebastian Schlangenzung durch diese Tür kommen. Er schreibt im Lecker-Magazin, der wichtigsten Zeitschrift rund ums Essen. Er kommt uns prüfen. Deshalb muss alles perfekt sein. Was ist denn da in der Küche los? Herr Mansch, was tun Sie da? Ich bin ja so aufgeregt. Jedes Gericht muss perfekt sein. Und wenn nicht? Dann kann ich mein frisch eröffnetes Bistro gleich wieder schließen. Toi, toi, toi. Und jetzt an die Arbeit. Da stinkt was. Lassen Sie bloß nichts anbrennen. Robin, Frage. Wenn ihr Abstand halten wollt, warum rollt ihr dann an? Vielleicht braucht Tante Thekla Hilfe. Dann bin ich ganz in ihrer Nähe. Und diesen Sebastian Schlangenzung muss ich sehen. Er soll aussehen wie eine Zitrone auf Beinen. Vielleicht so? Was stinkt das so? Hugo,
Bewegung, Bewegung! Schubkarre! Stinkt! Mir kannst du nichts anhaben. Meine Riechsensoren sind abgeschaltet. Für dich habe ich auch das. Hilfe, Boss! Hilfe! Tante Tekla! Ich schnapp mir Stinky. War mein ganzer Kopf voll mit grünen Rassen und alles hat geschluckt. Ja, Gott sei Dank hatte ich meine Riechsensoren auf. Alles klar, pass auf. Aber langsam. Ja, Tom, alles ja, Tom, alles aber klar. Zuerst musst du herausfinden, ob Stinky noch irgendwo anders dieses Giftzeug hineingeschmuggelt hat. Mach ich, Boss. Sehr gut. Denn weißt du, Sebastian Schlangenzug darf unter keinen Umständen irgendetwas essen oder trinken, das Stinky vergiftet hat. Wir müssen herausfinden, ob es noch irgendwo diese Giftblätter gibt. Vor allem, wie viele es sind. Stinky will Ihnen wohl gründlich das Essen vermiesen. Das kann man wohl sagen. Detektive, wie viele Giftblätter habt ihr entdeckt? 3, 5 oder 6? Eine Viertelstunde kommt Schlangenzungen. Was soll ich ihm servieren? Ich helfe dir. Ja. Und ich suche Stinky. Wir brauchen ein Gegengift für Hugo und Munch. Soll ich mitkommen? Ja. Ich weiß, wo Stinky sich gerne versteckt. Getrunken. Schlangenzunge. Er ist zu früh. Schnell, hilf mir! Du kochst. Ich nehme Schlangenzunge ab. Okay. Ich kann doch nicht kochen. Selina ruft Thomas. Du musst es machen. Du musst was kochen. Selina, hör zu, ich bin nicht so ein guter Koch wie deine Tante, bei der ich übrigens besonders gerne esse. Wir müssen es versuchen. Gut. Schau du bei dir in der Küche, ich schau in meiner nach. Was haben wir denn da? Was ist das hier? Stinkys Garten. Er züchtet Blumen und
Giftpflanzen. Ist er da? Nicht zu sehen. Aber da war sein Blatt, wie es der Kerl im Mund hatte. Nur größer. Detektive, habt ihr es auch gesehen? In welchem Beet ist das Giftblatt aufgetaucht? In diesem? In dem da? Oder in diesem hier? So, ich mache Spaghetti mit vielen bunten Soßen. Und ich? Du machst Toast mit Gemüsemosaik. So. Schaffe ich. Was macht Schlangenzung? Steht noch vor dem Bistro. Das war eine Falle. Hast du schlimme Störungen, Tom? Nein. Dieser Stinker hat, glaube ich, damit gerechnet, dass du herkommst. Glauben sollen, hat er gesagt, dass Stinky nicht hier ist. Stinky. Moment einmal, irgendetwas habe ich doch gesehen über diesen Stinky. Das könnte uns weiterhelfen. Detektive, was war das? Hängen in der Stadt Plakate mit Stinky? Oder gibt es eine Stinky-Statue? Oder ist er doch im Blumengarten? Schlangenzung. Guten Tag, Frau Topf. Was für eine Ehre, dass Sie in mein Bistro gekommen sind. Zum Essen, nicht zum Reden. Ja, natürlich. Bitte nehmen Sie doch Platz. Fertig. Danke, Robin. Jetzt du. Wie? Vor mich stellen. Trick 1. Turbopuster. Los! Cool. Und jetzt? Dorthin. Hier hat Stinky alle seine Gartensachen. Stinkys geheime Notizen A bis F. Stinkys geheime Notizen L bis Z. Die geheimen Notizen G bis K fehlen. G. Wie Giftpflanze. Ach, Tom, der hat Stinky ganz sicher mitgenommen. Übrigens, Stinky spielt in einer Band. Was? Stinky und die Knoblauchzehen. So heißt sie. Cool. Wo? Das steht natürlich auf den Plakaten. Die hängen überall in der Stadt. Ich bin gleich wieder bei Ihnen, Herr Schlangenzung. Das lag auf Schlangenzungs Sessel. Vielleicht wird das Kraut ja auch durch die Hose. Die Vorspeise ist gleich fertig. Was servieren wir? Selina, perfekt! Zum grölenden Gorilla heißt das hier. Ich will auch mal in einer Rockband spielen.
Stinky, das Notizbuchdetektive. Tom, du hältst dich besser fern von Stinky. Der hat ganz schön gemeine Tricks auf Lager. Ich könnte mich auf die Bühne schleichen. Nein, Robin, das ist viel zu auffällig. Habe ich schon gesagt, dass ich E-Gitarre spiele? Hey! Die hat Thomas gemacht. Was? Du musst sie holen. Gut, dann musst du dich um Schlangen zu kümmern. Turbo-toll, Robin. Weiter so. Trick 109, Stimmenvervielfältiger, los! Yeah! Yeah! Robin, yeah! Ich bin Überraschungsgast. Hilf mit! Du rostige Schubkarre! Bitte sehr, ich hoffe, es schmeckt. Thomas, perfekt! Danke. Oh, bitte sehr. Alles Gute. Darf ich? Buch. Was? Wieso? Da steht nichts über Gift, sondern nur grüne Knospen, gelbe Ringelblumen und große Federtulpen. Sicher nichts über das Gegengift? Wenn Stinky das Buch bei sich hatte, Tom, dann hat das einen Grund. Vielleicht wollte er etwas nachlesen. Oder er hat etwas über das Gegengift darin versteckt. Zeig mir das Buch einmal. Was ist das? Blume, die einen Platten hat. Eine gepresste Blume. Das könnte es sein. Sucht diese Blume. Detektive, welche Blume ist die richtige? Wie sieht die gepresste Blume wirklich aus? Oh.
aber flott. Lust auf eine Stinky-Wolke? Oder meine Wucherpflanze? Die Schnacher bei Thekla Topf, die kriegen meine Pflanze nicht zu riechen und die werden noch lange schlafen. Hol das Kraut, das Hugo und Mansch zum Schnarchen und Hexen gebracht hat. Ich seh gleich grün, wenn ihr nicht verzuchtet. Schau! Oh, stecken geblieben. Oh, weia, 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 weia. Daran ist eine schreckliche Falle schuld. Bin innen eingerostet. Ja, das geschieht dir recht. Wieso lässt du bei Thekla Topf alle schnarchen und hixen? Wollte ihr meine Blumen verkaufen, aber sie wollte nicht. Hat gesagt, sie stinken. Tun sie aber nicht. Stinken, tu nur ich. Und jetzt habe ich sie heimgezahlt. Was mach ich nur, was mach ich nur? Wie komme ich nur vom Fleck? Pfanne aus meiner Trickkiste. Kraut hinein. Jetzt hängt dir auch noch deine Pfanne raus. Jetzt schiebt die rostige Schubkarre endlich davon. Vielleicht schaffe ich es selbst. Was sagst du jetzt, Schnarchnase? Hm? Pflück ein paar der Blumen des Gegengifts, Robin. Wir geben uns alle Mühe, damit jede Speise perfekt ist. Ich möchte den Koch sprechen. Geht nicht. Wieso? Nachricht von Robin und Tom Turbo? Nein, aber ich habe Dessert gemacht. Servier du. Merk ihn ab. Okay. Unsere Spezialität, der Eisbär. Bevor ich koste, möchte ich endlich mit dem Koch sprechen, mit Michael Mansch. Der Eisberg besteht aus... Und? Für mich, danke. Aber was ist mit Ihnen? Über Ihre Riechsensoren halten, Robin. Es reicht! Hier ist etwas faul. Mensch, mein Koch. Tom! Der Bericht ist da, von Herrn Schlangenzung, über Thekla Topfs Restaurant. Oh, was schreibt er? Das ungewöhnlichste Esserlebnis, das ich seit langem gehabt habe. Der heiße Tipp für alle, die etwas Besonderes wollen. Ja! Thomas Brezina, hallo? Moment bitte. Der Mosaiktoast auf Tisch 1, Spaghetti-Palette Tisch 2 und der Eisberg Tisch 4. Ja. Danke, Thomas. Vielen, vielen Dank. Du hast ab jetzt natürlich immer freies Essen bei mir. Ja, und für Tom hat Mansch auch schon Vorschläge. Schmieröl-Schnitzel, Schmieröl-Pizza, Schmieröl-Pudding und Schmieröl-Eisbecher in der Schmieröldose. Oh, ich komme! Ich auch! Gleich seht ihr, wie ihr mitspielen könnt. Und dann verraten wir euch, welche Hobbys Tom Turbo hat. Jetzt geht's los. Lest eure Lösungsbuchstaben von hinten nach vorne. Sind sie richtig, ergeben sie das heutige streng geheime Codewort. Spielt mit, ruft an 0800 071 170. Oder schickt eine E-Mail an tomturbo@orf.at. Gewinnen kannst du den Tom Turbo Detektivausweis, das Brettspiel Peking Akte und ein Fingerprints Detektivset. Wer gewonnen hat und das streng geheime Codewort,
findet ihr im Internet auf okidoki.orf.at oder auf ORF Teletext 360. 111 tolle Tricks hat Tom Turbo eingebaut. Und in seiner Freizeit? Da geht er seinen Hobbys nach. Das heißt, er spielt mit seinen Tricks. Um dieses Kunststück zu schaffen, benutzt Tom den Trick 42. Das ist sein Turbo-Musik-Trick. Und dazu auch noch Trick 81, der Greifarm, verlängert mit Trommelstöcken. Hey, stark, Tom, dein Schlagzeug-Solo. Wirklich stark. Bis später. Tom hat aber noch mehr umwerfende Hobbys. Hey, Tom. Tom. Später, Boss. Ich hab gerade den Übungsgang eingelegt. Tom, bitte, das tut den Ohren weh. Oh, also das müssen wir uns nicht gefallen lassen, Riesenhupe. Wir rollen ab. Riesenhupe? Ja, mein neues Hobby. Die Riesenhupe, wie Tom dieses Blasinstrument nennt, spielt er mit Trick 1, dem Turbopuster. Es klingt unglaublich, ist aber wahr. Oft hilft eines von Toms Hobbys, Gauner in Schach zu halten. Vielleicht ist dein Computer matt, Drahtesel. Danke, Riesenhupe. Oh, meine Ohren. Oh. Mein Kopf. Gauner-Alarm! Oh, keinen Schritt näher! Weg da mit den Grillspießen! Diese Sendung widmete euch Knabbernossi aller Schnitzel.